Ja, hallo, da Michael hier von Mika News. Ich stelle euch jetzt mal hier zwei coole Fahrzeuge vor von Tamiya, und zwar das WR02 Chassis. Und ich würde sagen, ich nehme euch mal mit und wir werfen einen Blick auf die Modelle. Hier gibt es mal einen Blick auf den WR02. So, zwei gleiche Fahrzeuge, nur unterschiedliche Karossen. Und ihr seht, hier ist die Tuning-Variante, also mit Tuning-Teilen, voll Option, und hier nicht mit Tuning-Teilen. Und das Coole ist, hier sind die Reifen drauf, die es bei Tamigo gibt. Da gibt es so einen extra Reifensatz, dass man hier die Slicks drauf macht. Das sieht natürlich wahnsinnig cool nochmal aus. Das ist nochmal was ganz anderes und fährt sich auch völlig super. Also für Fans hier genau das Optimale. Guckt einfach mal bei Tamiko. Die haben nicht nur die Reifen, klar, die haben natürlich auch die Fahrzeuge und die haben auch die Tuning-Teile dazu. Ja, auch. Ja, coole Slickreifen auf coolen Felgen. WR02. Sieht noch serienmäßig. Mit den Standarddämpfern. Und hier schon mit den Optionsteilen. Ja, schon geil, wenn man hier bemalt ist, die Fahrerfigur. Und hinten hier mit Wheelie Bar sogar. Ganz coole Sache. Hinten die Wheelie Bar. Damit das Fahrzeug halt nicht kippt. Ihr seht hier WR02 Standard. Ansonsten halt hier. Klar, Wheelie Bar ist natürlich optional. Also sprich Eigenbau bzw. Tuning. Und hier die coolen Slickreifen dazu. So, dann hier zusätzliche Power. Geil! Und hier daneben haben wir die Option Part Fahrzeug. Hier, der 02. Mit Option Parts. Und hier den dicken, fetten Bridgestone-Reifen. So, nehmen wir mal Karosse gleich ab, aber bevor wir die abnehmen, mal hier mal ein Bild. Von beiden Fahrzeugen nochmal hier. Guckt doch mal, sieht doch cool aus, oder? Sieht doch cool aus. Ja, der Fahrer ist hier schwimmend aufgehangen. So, von hinten. Auch hier. Kugel gelagert. Schöne Wheelie-Bar. Vorteil. Na, hier. Kann sich nicht überschlagen, das Fahrzeug. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Karosserie ab. Klammern habe ich schon gelöst. Ah, hier, Fahrerfigur. Licht ist jetzt hier nicht verbaut, aber könnte man verbauen. So ist die Fahrerfigur hier im Modell drin. So, dann schauen wir uns hier mal das Fahrzeug an. Hier. Boah. Mit weißen Teilen. Sieht natürlich optisch nochmal richtig cool aus. Hier der Rahmen vorne, der ein bisschen die Stöße abhalten soll. Dann haben wir hier die coolen Reifen dazu. Ihr habt hier rechts-links Gewindestangen.
um die Vorspur einzustellen. Das heißt, wie die Räder vorne zueinander stehen, also ob die gerade stehen oder offen stehen. Hier kann man darüber einstellen. Eindruckmotor ist drin. Hier die weißen Rahmenteile. Die angesprochene Wheelie Bar. Dann hier blaue Optionsteile, also der Schwinghalter. Dann haben wir hier die einstellbaren Öldruckstoßdämpfer aus Aluminium. Hier, wie gesagt, der Schwinghalter. Auch Schwinghalter vorne. Ansonsten das typische WR02-Chassis hier drunter. Guck mal nach vorne. Hier nochmal ein Blick auf den Schwinghalter. Und hier genauso einstellbar rechts, links. Gewindedämpfer Aluminium, blau reduziert. Hier einige Teile, wie man es von Tamiya kennt. Und hier, wie ihr seht, ist ein Heckantrieb. Also vorne kein Antrieb. Akkuhalter, hier passen die Round Corner Akkus rein. Ja, hier auch der Rahmen, cool. Na, sieht ja optisch schon cool aus mit den weißen Teilen, das Fahrzeug. Auch die Felgen, schöne Chromfelgen. Ja, was gibt es hier noch? Na gut, freie Wahl des Empfängers ist ja möglich. Ansonsten gibt es ja ein Fahrwerk schon drin im Set mit dem Motor. Das sollte, glaube ich, im Set mit drin sein, in dem Baukastenmodell. Hier unten das Getriebe. Da vorne sitzt der Motor. Hier passt ein 20er Ritzel drauf und ein 18er Ritzel drauf. Also ihr könnt hier, da habt ihr eine feste Motorposition, also Ritzelposition 18 oder 2010 ist möglich. Die typischen Querlenker zusammengeschraubt aus zwei Teilen. Schwingstifte genauso. Und hier übrigens, ne, können die Dämpfer auch an der zweiten Position angeschraubt werden, unten. Ansonsten geht das natürlich nicht. Hier oben haben wir den Akkuhalter, einfach bloß die Karosserieklammer lösen, rausmachen und Akku hier hinten reinschieben. So, dann machen wir nochmal einen Blick hier rund um das Fahrzeug. Ja, sieht ja schon völlig cool aus. Von der Optik her. Ich sollte mir vielleicht einen Drehteller besorgen, den ich mitnehme. Damit man das einfach mal hier ringsrum sehen kann, vernünftig. So, cool. Und dann hier den anderen im Vergleich nochmal. Hier den coolen Felgen, coole Jeep-Karosserie, ja, ist halt auch ein Hingucker. Und wenn man hier mal dreht, ja, ist schon geil, ne? Also irgendwie gefällt es mir auch. Aber hat eben nicht diese Tuning-Option, wenn man jetzt hier beide vergleicht. Der hat hier ganz normale die Plastikdämpfer und hier dämpft das schon deutlich besser als bei dem Fahrzeug hier drüben. Ah, hier kann man verstellen. Und hier ganz klar können wir das auch machen. Ah, sieht doch schon aus, ne? Ich muss da hin,
Jetzt nochmal den anderen hier im Bild. Ja, habe ich ja mit dem Auto. Ja, das ist ein alter 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 Auto.